Jo Freunde, Telops hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wir haben heute Montag 19 Uhr, das heißt, wir haben wahrscheinlich wieder zwei neue SBCs. Genauso wie letzte Woche, wo wir uns zwischen, ich glaube, Boetus hieß der eine und der andere hieß, egal, ihr wisst wer, ich meine den Verein von Leverkusen, den LM, der Franzose und der eine von Mainz. Ja, wir schauen nach, Leute, und wir haben genau das, was ich geahnt habe. Und zwar können wir uns hier zwischen Phil Foden und Fabinho entscheiden, beziehungsweise können wir auch beide machen, ja. Der Gewinner dieses Top-Match bekommt ein Plus 3 und wenn die beiden unentschieden am Wochenende spielen, bekommt jeder von denen Plus 1, ja. Und diese beiden SBCs schauen wir uns heute an, Leute. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch das Video gefällt, einen Daumen nach oben dazu lassen und ein Abo, falls ihr kein Abonnent meines Kanals seid. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem guten Phil Foden an. Wir schauen an, was wir abgeben müssen. Das ist einmal ein 83er Rating mit 80 Teamchemie und einmal ein 84er Rating mit 75 Teamchemie und mindestens ein Team of the Season, Team of the Week oder Team of the Week Moment und mindestens ein England-Spieler. Hier haben wir noch Manchester City-Spieler, was bekommen wir für Packs? Ein Jumbo Premium Gold Pack, kein schlechtes Pack, also 15k Pack und Prime Gemisch Spieler-Sets, glaube ich, ein 20k Pack. Also die Sets sind nicht schlecht, Leute, ja. Und was wird diese SBC ungefähr kosten? 84er Rating kostet ja ca. 70k, ich würde sagen an die 100k, wahrscheinlich ein bisschen mehr als 100k. Was bekommen wir denn für diesen, ja, niedrigen Preis für eine Karte? Wir haben hier einen Phil Foden. Hochmittel 44171 groß, Leute, von City, ne? Engländer und er hat sehr, sehr geile Werte. Er hat wirklich sehr, sehr geile Werte als ZOM, als Mittelstürmer und sogar als Stürmer und sogar als Flügelspieler, ja? Wir sehen hier Volleys, Elfmeter, Gelb, Freistoßsituation, Gelb, Defensive, Gelb, Gelb, Sprungkraft, Gelb, Stärke, Gelb, alles halb so wild. Stärke hätte ein bisschen grün sein können, also ein bisschen mehr sein können. Aber sonst ist alles gelb, was nicht grün sein muss, ja. Dazu ein Antritt von 93, ein Abschluss von 89, Schusskraft 95, Leute. Beweglichkeit, Balance 99, Ruhe 90, Ausdauer 99. Was hat der für Eigenschaften? Keine guten Trades. Aber an sich eine sehr, sehr geile Karte für plus minus 100k, wahrscheinlich 110k würde ich mal schätzen oder 120 maximal. Für so eine sehr, 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 sehr nice Karte, ja. Dann schauen wir uns den guten Fabinho an. Was ist wahrscheinlich das gleiche? 83, 84, genau, kriegen wir wahrscheinlich die gleichen Packs. Ne, kriegen wir nicht. Premium-Gemisch-Spielerset und ein Prime-Elektrum-Spielerset. Okay, interessant. Aber die wird auch ungefähr maximal 120k kosten. Schauen wir uns den Spieler an. Er hat mittelhoch 3,3188, spielt bei Liverpool, natürlich Brasilianer. Und hat auch sehr, sehr, sehr geile Werte als Sechser oder auch als Achter, ja. Oder auch als Innenverteidiger, Leute, ja. Auf diesen Spieler kann man direkt auf drei Positionen spielen. Und er hat einen guten Tempo, er hat einen guten Schusswert, Passspiel ist super, Dribbling ist super, aus die Beweglichkeit und die Balance. Die Defensive ist on top und die Physis mit 98 Ausdauer, 95 Aggressivität, 90 Stärke ist auch super, Leute. Besser geht's fast nicht. Und er hat eine Zuverlässigkeit als Trade, ist aber auch nicht so wichtiger Trade. Und wie gesagt, wer davon gewinnt, kriegt ein Plus 3 Upgrade. Und wenn ihr unentschieden spielen, wie gesagt, kriegen beide plus 1. Wer verliert, die Karte bleibt dann so. Und ein plus 3 Foden oder ein plus 3 Fabinho, also ein 95er Fabinho oder 95er Foden, sieht dann noch schmackhaftiger aus, als die Karten sonst sind, ja. Und jetzt würde ich auf jeden Fall interessieren, Leute, macht hier einen der beiden SBCs. Was glaubt ihr, wer wird davon einen Gewinn? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, Leute, ja. Und bewertet das Video, gebt dem Video einen Daumen nach oben, ja. Was sonst zu diesen Karten zu sagen? Ich würde sagen, zu beiden gibt es von mir ein Go, also ein Daumen nach oben. Denn dieser Phone lohnt sich definitiv und Fabinho auch, je nachdem, wo ihr Bedarf habt. Habt ihr einen Innenverteidiger als ZM oder ZM Bedarf, dann könnt ihr einen guten Fabinho abschließen. Habt ihr im ZOM oder vielleicht auch als Stürmer Bedarf, dann ja, schließt gerne den guten Foden ab, Leute. Deswegen gibt es da auf jeden Fall eine Riesenempfehlung von mir. Für den kleinen Preis gibt es wirklich sehr, sehr zwei sehr, sehr starke Karten. Und wie gesagt, plus 3 können sie noch bekommen. Ich bin aber diesmal wirklich raus, Leute. Haut rein, bis dann und ciao.